Seit 2005 wurde die Vergütungspauschale für die rechtlichen Betreuer nicht mehr erhöht. Das heißt, wir haben seither über 18% Lohnkostensteigerungen gehabt, die wir wiederum so abfangen müssen, indem wir mehr Betreuungen führen. Dies führt leider dazu, dass wir in der Querschnittsarbeit nicht so arbeiten können, wie wir wollten, nämlich mehr beraten, mehr begleiten und vor allen Dingen auch mehr neue Ehrenamtliche gewinnen. Querschnittsarbeiterinnen haben ein breites Feld, für das sie zuständig sind. Zum einen für die Beratung und Begleitung der Ehrenamtlichen. Das können Sie sich so vorstellen, Ehrenamtlicher ruft an und sagt, ich habe Druck vom Amtsgericht, die sind gar nicht zufrieden mit der Rechnungslegung, kann ich vorbeikommen und können Sie mir dabei helfen? Das wäre so ein typisches Beispiel. Anderer Ehrenamtlicher ruft an und sagt, das Pflegeheim möchte jetzt plötzlich eine Voraussorge machen für meine Betreute, wenn jetzt ein medizinischer Eingriff ansteht, kann ich das tun oder nicht? Was muss ich tun als rechtlicher Betreuer? Und ohne die Betreuungsvereine, wenn die wegbrechen, würde das bedeuten, dass wir noch viel mehr rechtliche Betreuer haben, die bezahlt werden müssen. Und damit wäre natürlich gar nichts gewonnen. Die Kosten würden explodieren. Weiterhin ist es so, wenn man an den demografischen Wandel denkt, dass die Menschen immer älter werden und die Chance, eine rechtliche Betreuung zu bekommen, wächst. Gleichzeitig haben wir viele junge Menschen, die große Probleme haben und auch wir da eine Zunahme von Betreuungen verspüren.